YouTube. Es wird mal wieder Zeit für geisteskranke Kacke. Wir spielen heute gemeinsam ein Indie-Horrorspiel, das richtig gestört sein soll. Sorrow Asylum. Mittlerweile gibt es davon zwei Teile. Der zweite Teil ist sogar relativ aktuell. Und da dachte ich mir, hey, wäre es nicht extrem gestört, wenn wir beide Spiele in ein großes, langes Video reinpacken würden? Das wäre doch eine gute Idee, oder? Machen wir. Wir packen beide Spiele in ein Video. Wenn ihr mich so ein kleines bisschen gut finden solltet, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schreibt einen Kommentar, ganz wichtig. Wahrscheinlich wird es irgendwo wieder so einen kleinen versteckten Hashtag geben. Mal sehen, ob den jemand finden kann. Und wir starten jetzt gemeinsam Sorrow Asylum. Dunkle Gedanken, Traurigkeit, Einsamkeit, Depression, die gefährlichen Teile deines Bewusstseins. Erkunde sie nicht zu lange. Ich kenne gar keine anderen Dinge in meinem Bewusstsein. Einsamkeit, Traurigkeit, pure Verzweiflung. Deswegen bin ich YouTuber geworden. Denn wir alle wissen, die lustigsten Menschen sind meistens die traurigsten. Hallo, irgendjemand hier? Die Türen sind alle zu. Das sieht alles sehr, sehr merkwürdig aus. Taschenlampe, kann man die ein- und ausschalten? Nö. Die ist einfach an. Okay, ich bin in einem alten Asylum gelandet. Und ich bahne mir meinen Weg. Das Böse kann eingesperrt werden. Gefängnis, Grotte, Anstalt. Diese gefährlichen Orte werden sich durch dich eröffnen. Dunkle Gedanken, Traurigkeit, Einsamkeit, Depression, die gefährlichen Teile deines Bewusstseins. Erkunde sie nicht zu lange. Die Lichtschalter sind irgendwie sehr futuristisch, dafür, dass das Gebäude uralt aussieht, ne? Steht da oben jemand? Ganz kurz dachte ich, dass da oben irgendjemand stehen würde. Hallo? Ha. Futuristische Lichtschalter. Was ist das denn? Der 1. Oktober 2005. Okay, wir nehmen es mal mit. Und wir landen wieder hier unten in unserer Zelle. Hat sich irgendwas verändert? Ich glaube nicht. I've been in this room for so long. What day is it? Hi. Anscheinend der 1. Oktober 2005. Okay, ich bin doch nicht alleine. Gibt's hier kein Personal? Kriegen wir Essen? Medizinische Versorgung, Verpflegung? Der 2. Oktober. Hab mich geirrt, es ist der 2. Oktober. Also bis jetzt ein sehr merkwürdiges Spiel. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass es ziemlich bizarr werden kann. Bitteschön. Es ist der 2. Oktober. Ist da jemand drin? Zum ersten Mal ist die Tür zu. You're on the wrong day. Der Tag ist falsch. My day.
You're on the wrong day. Today is my day. You're on the wrong day. Okay, ich hab's verstanden. Today is my day. You're on the wrong day. Today is my day. You're on the wrong... You are sick. Your sorrow spills out on everything you touch. The doctor comes in 3 days. Meine Traurigkeit ist also eine Art Krankheit und der Doktor kommt in 3 Tagen. Und dann, was passiert in 3 Tagen? Oh Gott sei Dank, die Taschenlampe geht wieder. Ich dachte schon, wir müssten jetzt hier ohne Taschenlampe rumrennen. Und jeden Lichtschalter per Hand anknipsen. Was ist das für ein Geräusch? Ich wette, diese Wand können wir irgendwann zerstören. Fragt sich nur, was sich hinter dieser Wand abspielt. Anscheinend finden wir es demnächst raus. Du kannst dich unter dem Bett mit dem weißen Tuch verstecken. Okay. Okay, was zum Geier ist das? Und ich bin wieder hier. Kann ich mich immer unter jedem Bett mit dem weißen Tuch verstecken oder nur unter dieses eine? Ich habe einen Schlüssel für die Tür. Ich kann da rein. Aber der Raum ist leer. Okay, der Lichtschalter funktioniert nicht. Naja, jetzt ist nur ein Tag durch. Lass mal schön hier das Licht an. Hier drüben ist immer noch dieses Alien-Geräusch. 4. Oktober. Irgendjemand hat die Tür zugemacht und abgeschlossen. Tomorrow you will be cured. Are you afraid? Bisschen. Don't be. I'll stay with you until tomorrow. Under your bed. So no one knows. Ein bisschen habe ich schon Angst. Ich meine, was ist das für eine Heilung? Was ist das für eine Heilung, die mich hier erwartet? Wird meine Schädeldecke geöffnet und in meinem Gehirn rumgespielt? Oh mein Gott, was war das denn? Was war das denn? Ist das meine Krankheit gewesen? Also noch fühle ich mich nicht geheilt. Ist das der Behandlungsstuhl? Muss ich da drauf und werde ich dann mit Elektroschocks therapiert, bis die Traurigkeit aus mir rausgebrutzelt wird? Ist es das, was mich hier erwarten wird?
Okay, Tag 6. Hierhin. Oh Gott, was ist das für ein Arzt? Ist er weg? Habe ich mich erfolgreich versteckt oder rennt er hier draußen irgendwo noch rum? Denn nein, ich will keine Behandlung. Darauf kann ich gerne verzichten. Wenn du jemanden behandeln willst, nimm die Lady. Die wohnt unter meinem Bett. Ich glaube, gestörter geht ja wohl nicht. There he is. Was zum... What? Alter, wie geisteskrank sah die Alte denn bitte schön aus? Was war das für ein Ding? Das war doch kein Arzt. In was für einer medizinischen Einrichtung bin ich hier gelandet? Ich brauche echte Hilfe und nicht sowas hier. Junge Dame, wir müssen ein ernsthaftes Wörtchen mal miteinander reden. Das war nicht cool. Oh! Oh mein Gott, mein Herz! Day shall not end. Patience will not visit you. 5,000 souls stay in the darkness. Stay. Cry. Alter, was ist das für ein gestörter Mist? Welche Abgründe? Erforschen wir hier gerade wieder, ne? Immer wenn du denkst, Kies, du findest nicht noch ein Spiel, das noch kaputter und durchner ist. Ich schaff's. Jedes Mal aufs Neue. Ich soll also in der Finsternis bleiben. Vielleicht sollen wir hier überall Licht ausmachen. Was lachst du denn so, ha? Huh? Ist sie weg? Was macht sie da hinten? What the fuck? Wow, oh Gott! Okay.
Die Seite des Kalenders, die ich hatte, ist weg. Und jetzt soll ich die Seite des Kalenders finden. Ich muss die Alte unbedingt loswerden. Die macht nur Ärger, die muss weg. Ich bin kein Patient. Ich bin real. Naja, ein Patient ist ja auch real, oder? Das eine schließt das andere ja nicht unbedingt aus. Okay, da drüben sitzt der geisteskranke Pestdoktor. Was ist mit den Wänden los? Licht funktioniert nicht. Wo ist die Seite? Die Seite ist weg. Wahrscheinlich bin ich der Wahnsinn, der in Lara steckt. Ich meine, die Alte ist komplett durch in der Rübe. Oder ist sie der Wahnsinn, der in mir steckt? Bin ich vielleicht sie? Die Seite ist weg. Naja, wenn einer die Seite haben könnte, dann ja sie. Okay. Dich bin ich los. Danke für meine Seite. Ich stotter hier einfach nur die Tage ab. Irgendwann wird's ein Ende haben. Ich hole meine Seite, meinen Attest, meinen täglichen Bericht vom Doktor hier und dann werde ich einfach nur meine Tage absitzen, bis ich geheilt bin. What the? Get the doctor. Get the doctor. My heart is not beating. Call the doctor. Call the doctor. Alter, was zum Geier ist das hier? Geht's dir gut? Ich habe keine Ahnung, wo der Doktor ist, Lady. What? Ist hier der Doktor? Also die Tür kann ich schon mal nicht öffnen. Ich will doch nur meine Kalenderseite. Ich will doch nur meinen Tag hier absitzen. Ich will doch auch nur nach Hause. Was anderes habe ich gar nicht vor. Kann jetzt hier durchgucken. Sorrow. 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 Okay, der Raum ist offen. Aber ich bin mal gespannt, was mich da drin erwartet. Traurigkeit und Einsamkeit. Sorrow. Das ist einfach nur ein Psychospiel. Sorrow. 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 Du kriegst mich nicht. Ich gehe wieder zurück Sorrow. In meine Zelle. In mein Behandlungszimmer. Sorrow. Hau mir die Kalenderwand voll mit Kram und gut ist. Wie geht's? Totenschädel.
Moment, Tag 9. Hab ich einen Tag übersprungen? No more patients on day 15. Keine weiteren Patienten mehr an Tag 15. Was will er mir damit sagen? Irgendwie, die Wände werden immer fleischiger. Okay, Tag 8 hängt hier, Tag 9. Also irgendwas Schreckliches wird an Tag 15 passieren. Ich gehe mal wieder die Meile, hol meinen täglichen Bericht, meinen Wisch von der Oberschwester. Ach, Lara. Dich beachte ich gar nicht mehr. Deine kleinen Psychospielchen sind mir furzegal. Hier, so, Tag 10, mitgenommen. Wow, what? Dieses Spiel geht nicht auf die Psyche, sondern nur auf dein Herz. Ich will einfach haben, dass es explodiert. Das ist der Behandlungsraum, ne? Ich sag ja, dadurch, dass ich solche Spiele hier spiele, jedes Video... Oh Gott! Oh mein Gott! Wow, 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 wow! Alter. Yo. Jedes Video macht mich irgendwie 10 Jahre älter. Ich hab nicht mehr lange zu leben, wenn's so weitergeht. Ich habe echt nicht mehr lange zu leben, wenn es so weitergeht. YouTube, ihr macht mich alt. Ihr macht mich wirklich alt. It's important to socialize. Don't be alone. Stay with Lara. Ja, ich bleib bei Lara, ne? Ist meine beste Freundin. Die olle Lara. Leider hat die olle Lara böse einen an der Klatsche. I wanted you to be cured, but I died. And you let me hang there. I won't forget that. Kann irgendjemand mal bitte Laras Auge wieder reindrücken? Run. Lauf, aber wohin? Was habe ich dir denn angetan? Ich habe dich da hängen lassen? Naja, was hätte ich denn tun sollen? Für so Geschichten ist das Personal zuständig. Doch nicht ich. Bin doch selber ein Patient hier. Bei Dr. Schwengelgold. Angeblich sollen seine Methoden bahnbrechend sein. Ich lasse dich immer noch hier. Ja, bleib schön hier, Lara, ne? Ich renn dann mal. What?
Was habe ich Lara so Schreckliches angetan? Herr Doktor, ich würde gerne in ein anderes Zimmer verlegt werden. Okay, man kann sich verstecken. Boah, kann ich abhauen? Bin ich draußen? Was ist hier los? What? Jetzt bin ich wieder drin. Ich wäre sofort abgehauen, klar. Offenes Fenster, schwupps, weg. Die Dinger funktionieren. Aber mir fehlt die Kalenderseite. Der tägliche Bericht, die täglichen Pillen, den täglichen Zusammenbruch von Lara miterleben. Ach, hier hat sich jetzt auch ein Fenster geöffnet. Zwölfter Oktober. Dich brauche ich. Dich brauche ich. Warte, das war... Wollte ich irgendwie aus dem Fenster springen? Bin ich deswegen hier? Naja, Inflation, Wirtschaftskrise und alles, ne? Der Krieg. Davor Corolla. Ach, Lara. Es waren harte Zeiten. Es waren echt miese Jahre. Keiner ist mehr so richtig glücklich. Das ist irgendwie global so. Alle fühlen sich so ein bisschen wie Lara. Okay, geht mich nichts an. Irgendwie so die easy days. Die guten Jahre sind durch. Lara? Das Spiel ist so weird, Alter. Das ist so absolut... Das ist wieder so ein richtiger... Fiebertraum, ne? Oh mein Gott, die Tür öffnet sich. Und es gibt hier sogar noch eine Fortsetzung. Und ich spiele die sogar noch. No more patience on day 15. Hey, es zieht. What the fu? Keine Patienten mehr bei Tag 15. Noch haben wir Zeit. Was heißt das? Werden dann alle Patienten vernichtet oder... Dürfen keine neuen mehr reinkommen. Können wir Licht anmachen? What? What? Das war ja ein merkwürdiger Move. Moment.
Jetzt ist ja ein neuer Tag, ne? Wir sind in Tag 14. Hier oben kann ich aber irgendwie nicht entlang. Ich soll hier unten irgendwas aus dem Keller holen. Tag 14. Ah, come on! Alter, das ist einfach nur unangenehm. No more patients on day 15. No more sickness. A drop of eternal rest. The asylum will be locked. Calendar cycle stopped. Patient of October 2005. Finally cured. Okay, wir werden jetzt endlich geheilt. Es ist soweit. Der Tag der Heilung. Bin mal gespannt, wie der aussieht. Der 15. Oktober. Wir waren 2 Wochen jetzt in diesem Höllenloch. Und fühle ich mich besser? Fühle ich mich geheilt? Ich habe einen Brief hinterlegt. Und jetzt wird der Laden hier geschlossen. Oder ich werde für immer weggesperrt. Ich werde nie fortgehen. Die Ketten meiner Anstalt werden niemals zerstört werden. Ich werde nicht krank sein. Mein Bewusstsein wird seine Traurigkeit festhalten. So, das war das erste Kapitel. Und wie man unschwer erkennen kann, sind wir direkt in Sorrow Asylum 2. Dieses Spiel soll noch kryptischer und noch durchner sein als der erste Teil. Und den fand ich schon ziemlich, ziemlich durch. Keine Ahnung, ob wir Lara wiedersehen. Innerlich hoffe ich natürlich nicht, aber mein Gefühl sagt mir, ja, ja, wir werden sie wiedersehen. Nun gut, wir dippen direkt rein in dieses Spiel hier und mal sehen, wie krass seelisch ich in Teil 2 abbauen werde. Vielleicht ein kleiner Hashtag hier an dem Punkt. Mal sehen, wie viele Leute sich das immer noch pressen, diesen Albtraum in digitaler Form. Hashtag Seelenschaden. Das ist der Hashtag der Folge. Hashtag Seelenschaden. Ich bin gespannt. Wer schreibt, bekommt ein kleines Herzchen. Traurigkeit und Dunkelheit verbreiten sich wie eine Krankheit. Sie plagen die Unschuldigen, schädigen die Schwachen, erschaffen die gefährlichen Orte in deinem Bewusstsein. Erkunde sie nicht zu lange. Jetzt bin ich im B-Block der Anstalt. Okay, die Traurigkeit in meinem Herzen. Sie verschlingt alles. Sie konsumiert mich. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Silent Hill, oder? Dieses Loch mit den Ziegeln? Ich weiß nicht. Ich habe da so einen leichten Silent Hill-Vibe. Badewanne. Und diesmal kein weißes Betttuch, sondern eine rote, karierte Picknickdecke. Krank. Einfach nur krank. Der B-Block. Ich habe Geschichten über den B-Block gehört, dass es da drüben richtig wild zugehen soll. Aber ich habe die Geschichten nicht geglaubt. Ich habe immer gesagt, ach komm schon, der B-Block. Nee, so schlimm kann der nicht sein.
Die Schwestern nannten ihn immer den Silent Hill Block. Lara? Okay, das hier scheint meine Behausung zu sein. Das Böse kann eingesperrt werden. Gefängnis, Grotte, Anstalt. Diese gefährlichen Orte werden sich durch dich eröffnen. Erkunde sie nicht zu lange. Was ist das für ein Geräusch? Ich meine, das klingt wie so Rollen, ne? Als würde irgendwie so eine Krankenpritsche gerollt werden. Aber hier sind ja keine Rollen dran. Der alte, ungeölte Rollstuhl wird nach vorne bewegt. So klingt das für mich. Tja, diesmal alles in so einem charmanten Blutrot. Ein alter, kaputter Fernseher. Es gab ja solche Therapieansätze, wo die Wannen extrem kalt oder extrem heiß gestellt wurden. Die Menschen wurden halt da wirklich eingeschlossen bis zum Kopf. Nur der Kopf hat eben noch oben rausgeguckt. Und dann wurden die extremer Kälte, extremer Hitze ausgesetzt. Und das sollte halt dann Krankheiten heilen. Also es klingt auch für mich relativ vernünftig. Juli 1984. Also wenn Menschen Depressionen haben, einfach mal ein ultra heißes Bad. Kurz bevor das Fleisch von den Knochen fällt. In welcher Serie gab es das auch? Ich denke gerade drüber nach. Ach, Lara. Welcher Tag heute ist? Ach du, ich denk mal der zweite, ne? Here we go again. Ratchet, genau, ich glaube, es war Ratchet, oder? Oder war es American Horror Story? Eins von beiden. Tja, Lara ist wieder weggesperrt. Auch 1984. Okay, wo bekomme ich meinen täglichen Wisch? Hier drüben. Here we go again. Einen kleinen Blick hier drüben ins XXL Glory Hole. Muss sein. Immer mal reinlunzen. Was ist das denn jetzt? Die Nummer mit dem Bild war davor aber noch nicht. Das ist irgendwie cool, ne? So wirkt es richtig dreidimensional. Und je näher du rangehst, zip, verschwindet der Effekt. Lara klingt jünger. Ist das ihre kindliche Version? Vor 21 Jahren, ne? Jetzt haben wir die Kinderversion von Lara. Wieder 15 Tage hier unten? Vielleicht geht es wirklich um einen Menschen, der von klein auf mit Depressionen leben muss und den man dann halt direkt weggesperrt hat, ne? Ich meine, die Methoden in den 80ern waren ja auch noch ganz anders als heute. Der menschliche Geist ist immer noch sehr unergründet. Und viele Therapieansätze, die wir heute kennen,
sind halt auch sehr, sehr neu. Vor ein paar Jahrzehnten hätte man noch Lobotomien durchgeführt. Ich meine, in einigen Bereichen der Erde führt man sowas heute noch durch. Hallo? Habe ich da jemanden klopfen gehört? Ich nehme nur meinen Wisch und dann gehe ich wieder in mein Zimmer. Ich will keinen Ärger machen. Ja, ich... You are sick. You're nehme meine Pillen. Me sick too. Oh. The doctor will not like that. The doctor... The doctor comes in 3 days. Der alte Dalu. Er wird krank, weil ich krank bin. Okay, der Doktor kommt wieder in 3 Tagen. Mann, der B-Flügel ist genauso ätzend wie der A-Flügel. Mal was Gescheites zu essen wäre ganz nett, so ans Verwaltungspersonal, ne? Die kleine Lara ist ja nur Haut und Knochen. Okay, der Doktor kommt in 3 Tagen, also am 6. Tag. Guck, was ist das für ein Geräusch? Klingt wie so ein kaputter, ungeölter Rolli, der mal wieder ordentlich eingefettet werden muss. Lara? Huh. Don't leave just yet. I want to play. Och nö, Lara. Du warst ja schon in Teil 1 mega widerlich, aber jetzt? Ich habe irgendwie nicht so Bock auf Spielen, mein Kind. Ist nicht so mein Ding. Kann ich einfach wieder in meine Zelle? In meine ruhige, gemütliche Zelle? Lara! Was willst du denn spielen? Verstecken? Oh Gott, was erwartet uns unter der Picknickdecke? Nichts. Gar nichts. Sie ist nicht hier. Kein billiger Jumpscare. Lara ist eben nur in deinem Kopf. Die kleine Lara bildest du dir eben einfach nur ein. Okay, die Tür ist offen. Junge, 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 der Gang kommt mir auch immer länger vor. Das Bild hängt wieder hier. Jetzt aber mit so einer kleinen Göre drin und hinten sieht man Gitterstäbe. Davor hatte man keine Gitterstäbe gesehen, da bin ich mir sehr sicher. Was mit Dalu? Ich hol mir meinen Wisch. Ich hab meinen Wisch. Ich kann mich... Bist du hier drunter?
Ich keine Ahnung, ich habe null Bock auf einen Doktor. Ich habe da null Bock drauf. Ich bin schon bedient von der letzten Elektroschocktherapie, Lara. Ist das Blut? War der Boden schon die ganze Zeit so fleckig? Okay. Das Bild ist auch wieder weg. Ich kann mich hier drunter verstecken. Eventuell, möglicherweise. Der Doktor kommt in 3 Tagen. Also am 7. Tag und am 6. Tag. Ich kann mich hier drunter verstecken. Ich glaube, jetzt wird es gleich wieder sehr, sehr laut. Weil mich medizinisches Fachpersonal nerven wird. Herr Doktor? Herr Doktor, sind Sie hier? No, no, I'm not sick. He's sick. There he is. Wow! Yo! Dankeschön, Lara! Okay, hier geht's nicht. Oh Gott, der ist schnell. Okay, das ganze Spiel geht jetzt wirklich wieder von vorne los. Hat sie vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit? So was könnte es ja auch sein, ne? Tür ist zu. Ich hab meinen Wisch, ne? Alter, was ist das? Herr im Himmel. What? Ist die Tür jetzt bitte offen? Sag mir, dass die Tür offen ist. Die Tür ist immer noch zu. Ich will diesem riesigen, haarlosen Kinderschädel nicht hinterherlaufen. That door downstairs is opening at this moment. I can feel it. The hinges moving like grinding teeth, breaking itself. Okay, also ist die Tür jetzt offen. Dankeschön, Dalu. Hat nicht gelogen. Was ist das? Was ist das? Okay, 6 Tage habe ich hinter mir. 6 Tage Seuchenarzt steht sogar dran. Tag 6 Seuchenarzt.
Schön, dass es als solche betitelt wird, was auch immer wir haben. Oh Gott! Boah! Und die Wände verändern sich wieder. Alles wird irgendwie wieder mehr wurstig. Mann, ich freue mich jetzt schon auf Teil 3. Ich habe so Bock auf Teil 3. Gib mir Teil 3, bitte. Was war das denn? Jo, wenn das Spiel mir jetzt irgendwas Wichtiges sagen will, ich verstehe dich absolut nicht. Stay away from the sausage. I know you're not a patient like us. You don't heal. Are you the disease? That's beautiful. I would like your illness. Bin ich die Krankheit? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich die Krankheit. Ich kann mich wieder verstecken, aber was ist das da drüben? Steht da jemand? Wow, 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 wow! Alter, what the fuck? Wieder der Stuhl. Das ist so gestörter Dreck. Okay, das Spiel will uns vielleicht sagen, dass wenn du eine psychische Krankheit hast, du sie nie wirklich los wirst. Sie wird ein Teil von dir, du lernst nur damit umzugehen. Dass es halt ein ewiger Kampf ist. Dass du sie nicht wirklich wegtherapieren kannst, sondern nur... ja, lernst damit dein Leben zu gestalten. Und das ist halt... wichtig ist, diese Impulse nicht zuzulassen. Der Selbstzerstörung und Traurigkeit und so weiter. Impulskontrolle. Deswegen soll ich in der Finsternis bleiben, da wo ich hingehöre. Klingt sexy. Zwei Göhren. Okay, der Typ hat richtig Bock, ne? Der hat richtig Spaß hier. Warum bist du hier? Oh, Wellnessurlaub. Zur Entspannung, ey. Krieg ich meinen Wisch? Dankeschön. Lara? Jemand weint hier, aber wo? Ist das
das Blut? I know you brought the doctor. He told me Mom won't find me in this place, but I'm still so scared. Ich hasse Kinder. Ich hasse so Kinder. Kinderstimmen sind einfach ätzend in Horror, ne? Dann doch lieber den notgeilen Dalu. Ich sitz gerade auf einer Ananas. What the? Was steht da? No one stop them, aber was steht oben? Irgendwas mit age? They don't age? Keine Ahnung. Kann ich nicht lesen, du. No one stop them. Tiny. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da steht. Irgendwas Wichtiges. Spielentscheidend. Da soll ich rein. Just to end up here? Mom won't find you. You'll just sit in your room, left alone. No one bothering you. Don't you know where you are? Ich hol mir nur meinen Wisch. Sorry. Tut mir voll leid. Ich fühle mich auch richtig mies, dass ich dich jetzt hier drüben einfach so hängen lasse, aber... Ich muss hier meine Zeit abstottern. Ich kann da wieder rein. Bilder. Kommt jetzt der Doktor? Hello again, ich bin zurück in meiner Zelle. Das Geschmiere ist weg. No more patients on day 15. Und wieder werden alle Patienten an Tag 15 eliminiert. Der Mann gibt dir 2 Wochen. Und wenn du in 2 Wochen nicht geheilt bist, dann wirst du entsorgt. Dann wirst du ganz einfach entsorgt. What the? Oh mein Gott. Okay, der Doktor wird uns wegsperren. Ich bin noch nicht krank genug. Vielleicht... Die Krankheit wird therapiert. Es hieß ja auch, ich bin die Krankheit und so. Die Krankheit kämpft dagegen, therapiert zu werden. Klar, denn die will ja nicht weg.
Die will ja weiterhin in deinem Gehirn sich breit machen. Sei glücklich. Lächel einfach. Lächel fröhlich vor dich hin. Oh Gott! Alter, oh, ey. Der Seelenschaden wird immer größer, du. Der wird immer größer. Ich pack das alles nicht mehr. Ich pack das einfach alles nicht mehr. Okay, wo bringen die mich jetzt hin? Ich habe sie zu ihrem jüngeren Ich gebracht. Und das jüngere Ich ist enttäuscht davon, was aus ihr geworden ist. Das wäre mal interessant. Dann stellen wir euch mal vor, euer 9-jähriges Ich oder euer 8-jähriges Ich dürfte auf euer 30-jähriges Ich treffen, so auf die Art. Was da wohl für eine Reaktion entstehen würde. Denn immerhin spielen wir ja alle eine Rolle, ne? Wir sind ja nie wirklich wir selbst. Ich glaube, dass auch dadurch, dass wir diese ganzen gesellschaftlichen Rollen einnehmen, for the stars, the clouds, and down. Dass wir auch irgendwo auf dem Weg dorthin verlernen, wer wir sind so oder was wir mal wirklich sein wollten. Ja. Als Kind belügt man sich ganz, also als kleines Kind belügt man sich einfach nur nicht selbst, ne? Aber je älter man wird, umso mehr belügt man sich leider selbst. Schade irgendwie. Man hat nur ein Leben. Ist nicht sonderlich lang. Auch wenn man am Anfang denkt, vielleicht 80 Jahre, das klingt ja ewig. Ist es aber nicht. Und dann hat man nie eigentlich das gemacht, was man wirklich machen möchte. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen abartigen, ja, aber mein tiefster Wunsch ist es, Babys zu essen. Sondern ich rede halt so von wirklich Dingen, die man gerne machen würde, die man eigentlich auch tun könnte, aber man tut es nicht, weil man gesellschaftlich sich hat einsperren lassen, in irgendwelche Strukturen und Rahmen reingezwängt wurde, erzogen wurde, zurechtgebügelt wurde. Dann irgendwann denkt man sich, Mann, warum das alles? Am Ende gehe ich drauf und kein Mensch interessiert sich mehr für mich. Und alles, was ich getan habe, ist done, erledigt.
Whoa. Geisteskrank. Der Fernseher. Alle Fernseher drehen durch, aber ich kann das Programm nicht erkennen. Ja, alles, was man in seinem Leben gemacht hat, ist dann eigentlich auch weg. Deine Kinder erinnern sich noch an dich, vielleicht die Enkel, und dann bist du auch nur noch ein Name auf dem Papier, das uralt ist. Ja, ich ist gestört. Ist gestört. Müssen wir nicht drüber reden. Ist einfach. Genau das. Klar, die Augen verfolgen mich. Wow! Darf ich wieder zurück in meine kleine, kuschelige Kuschelzelle, oder? I don't think so. Ich entschuldige mich schon mal jetzt für alle seelischen Schäden, die ich angerichtet habe mit diesem Spiel. I'm sorry. Gar nicht wissen, wie viele Kids jetzt traumatisiert sind.
Das gibt wieder böse, böse Leserbriefe von den Eltern. Herr Keystraw, Sie haben meinen Sohn 8 Jahre mit diesem Spiel hier komplett traumatisiert. Er dachte, Sie würden ein lustiges kleines Let's Play machen. Aber er hat sich getäuscht. Dann klingelte Ihre Tür. An die ich es leider nicht ran kann, weil ich gerade in der Anstalt festsitze. Ist sie tot? Hier ist niemand mehr, ne? Plötzlich irgendwie Stille. Und das war's mit der Friedlichkeit und der Stille. Alter, diese Gesichter, ne? Ah, diese abartigen Gesichter. Kann ich mich hier verstecken? Ich kann mich nicht verstecken, okay? Dann scheint es so, als müsste ich mich dem Ganzen stellen. I know you're watching. Whoever you are, wherever you'll take me, you make it worse. Here, take it. Use it. Ich mache es schlimmer. Was will sie damit sagen? Jede Behandlung hat es eigentlich nur schlimmer gemacht und nicht besser? Ja, langsam weiß ich ja, dass ich permanent beobachtet und belästigt werde. Ein ekelhafter Mund voll mit Würmern und Zeugs. Wieder die Ketten. Tag 14. Der letzte Tag. Keine Patienten mehr. Wir werden weggesperrt und verrotten. No more patients on day 15. Enough of the days that passed too fast. Time didn't yield. Again. 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 Okay, Zeit heilt doch nicht alle Wunden. Zumindest nicht die seelischen und psychologischen. Der letzte Tag. Without time, the asylum can't go on. The asylum must be stopped. The asylum. Tag 1?
Okay, wird jetzt irgendwie der Kreislauf durchbrochen? Denn immerhin bin ich ja jetzt wieder bei Tag 1. Alle Türen stehen offen. Sogar die da hinten. Tag 16. Ich dachte, bei Tag 15 ist Schluss, ha? Seuchendoc. Oktober 2005. Moment, jetzt bin ich ja wieder in dem ersten Gebiet. Jetzt bin ich im Jahr 2005. Jetzt kommt die eigentliche Fortsetzung. Also war Lara ihr ganzes Leben in der Anstalt. Oder in ihrem Kopf gefangen. Nicht vorbei. Moment. Hat sich irgendwas verändert? Also sie wird quasi ihr ganzes Leben schon geplagt. What? Jetzt bin ich wieder in der Vergangenheit. Langsam wird's echt ein bisschen verwirrend. Also eine Art Kreislauf. Sie durchlebt ihr Leben lang immer und immer wieder dasselbe. Das waren die Sorrow Asylum Games. Sehr verstörend. Sehr, sehr verstörend. Irgendwie, es ging um Depressionen, Traurigkeit, dass man davor nicht entkommen kann, dass aber auch irgendwie die Zeit alle Wunden doch irgendwie heilt, aber man muss eben die Spirale durchbrechen und lernen, damit umzugehen und damit zu leben, dass man sie nicht einfach wegschließen kann, sondern ja, dass man sie therapieren muss und dass eine Therapie halt nicht innerhalb von einer bestimmten Zeitperiode abgeschlossen ist, sondern dass das ein Prozess ist, der über das ganze Leben sich hinweg erstrecken wird und dass es immer wieder Hoch und Tiefs geben wird, dass man genau in diesen Tiefs halt wissen muss, wie man sich emotional verhalten muss, um das Ganze zu überstehen und nicht
in ein Loch zu fallen. Das würde ich mal so ein bisschen daraus schließen. Wenn ihr eine andere Theorie habt, lasst sie mich in den Kommentaren wissen. Ihr kennt den Hashtag. Vielleicht noch ein Hashtag fürs Ende? Ich weiß nicht. Hashtag Weisheit. Sind wir alle ein bisschen schlauer geworden durch die Spiele? Schlauer und verstörter? Hashtag Weisheit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bewerten, kommentieren und tschüss!